Bausparen in der aktuellen Zeit. Überall sieht man es wieder, man bekommt Zeitungsausschnitte, man bekommt Schlagzeilen, dass man ja jetzt bloß einen Bausparvertrag abschließen sollte. Und das hat mich dazu veranlasst, dazu nochmal ein Video zu machen. Und das gehen wir heute alles in diesem Video durch. Es wird ein bisschen länger sein, deswegen werde ich euch unten die Kapitel alle verlinken, dass ihr dementsprechend springen könnt. Also wenn du schon weißt, wie ein Bausparvertrag funktioniert, dann musst du es natürlich nicht komplett angucken. Aber du solltest am Ende auf jeden Fall komplett ready sein, selbst zu wissen, ob du einen Bausparvertrag in diesem Jahr noch machen solltest oder nicht. Wichtig dabei, das ist meine persönliche Meinung und das gehen wir in diesem Video durch. Auf unserer Instagram-Story habe ich Fragen bekommen zum Thema Bausparen und es waren extrem viele und da habe ich halt gesagt, okay, es sind so viele Nachfragen, dazu muss ich nochmal ein längeres YouTube-Video machen und deswegen bist du an dieser Stelle hier. Noch ein Disclaimer, bevor wir ins Thema reingehen, das ist keine individuelle Finanzberatung, das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung, auch aus 10 Jahren Finanzbranche, meine Ansicht, meine Meinung und stellt keine individuellen Ratschläge dar. Also wenn du jetzt dieses Video siehst und danach sagst, hey, okay, weil ich das YouTube-Video gesehen habe, muss ich das und das jetzt machen, das bitte nicht tun. Ja, es ist immer eine individuelle Beratung erforderlich und auch meistens sinnvoll und das nur vor Beginn des Videos. Noch eine Sache, die mir total wichtig ist, ist die individuelle Finanzberatung, nämlich insofern, weil ich glaube, dass ihr natürlich immer Antworten haben wollt, hey, ich gucke ein YouTube-Video und bin danach Finanzprofi und sowas. Die Wahrheit ist halt einfach, dass das Wissen dahinter oder beziehungsweise die Expertise dahinter sich die meisten Leute über Jahrzehnte aneignen. Ja, wie gesagt, ich mache das ja auch schon seit 10 Jahren. Und auch wenn ihr sagt, ich habe ein YouTube-Video gesehen, danach seid ihr nicht komplett ausgebildet. Es sind einfach nur Informationen, glaube ich, die viele da draußen nicht immer raushauen. Und deswegen machen wir das jetzt hier. Und genau, das nochmal so zum Thema individuelle Finanzberatung. Wundert euch nicht, ich werde jetzt gleich ein bisschen aufs iPad gucken. Ich werde das Ganze mitfilmen. Das heißt, ich werde euch das hier mit einblenden. Kann logischerweise nicht gleichzeitig in die Kamera gucken und zeichnen. Aber das sollte, denke ich, nicht das Problem werden. Bevor wir uns mit dem Thema Bausparen beschäftigen, müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, wie funktioniert Bausparen überhaupt. Und ihr seht hier eine Grafik, die ich euch mal, wie gesagt, an der Stelle hier einblende. Und um das beurteilen zu können, ist natürlich erstmal wichtig, das Ganze zu verstehen, wie ein Bausparvertrag grundsätzlich funktioniert. Erstmal ist es wichtig, dass ihr eine Bausparsumme habt. Ja, also die Bausparsumme, die liegt meiner Erfahrung mäßig, was ich meistens so gesehen habe, immer irgendwo zwischen 10, manchmal sind es auch nur 7.000 Euro, wo es am kleinsten anfängt, bis den größten Bausparvertrag, der mir untergekommen ist, waren 150.000 Euro. Das ist die sogenannte Bausparsumme. Ja, dann ist es total wichtig, dass ihr eine Sparphase habt, eine Zuteilungszeit, die übrigens meistens auch 0 bis 12 Monate dauern kann, also 0 Monate bis ein Jahr, und eine Darlehensphase. So, jetzt ist es relativ einfach und zwar soll das Konzept oder beziehungsweise in vielen Videos wird das im Internet gezeigt, auch auf Seiten der Bausparkassen, dass das Ganze so funktioniert, dass viele Leute ein Haus bauen wollen und weil alle zusammenschmeißen, können die Leute dann eher bauen und das Guthaben daraus haben und dadurch werden auch die günstigen Zinsen kommen und die günstigen Darlehenszinsen letztendlich bereitgestellt. Okay, also wir haben unsere Sparphase. In der Sparphase habt ihr Zeit 40%. Also in der Regel sind es eigentlich immer 40% der Bausparsumme anzusparen. Das bedeutet, wenn ihr einen 100.000 Euro Bausparvertrag habt, müsst ihr erstmal 40.000 Euro ansparen. Logischerweise, wenn ihr einen 10.000 Euro Bausparvertrag habt, müsst ihr 4.000 Euro ansparen. Das ist, denke ich, eine Null weniger. Sollte erstmal klar sein soweit. So, sobald ihr das erreicht habt, ist euer Bausparvertrag zuteilungsreif. Das bedeutet, ihr könntet jetzt das Guthaben nehmen und in dem Moment macht ihr halt quasi ein Minus, weil ihr nehmt die 40.000 Euro da raus und ihr nehmt 60.000 Euro auf als Kredit. Ja, das ist dann quasi, dass ihr auf diese Summe kommt. In dem Fall wären das hier beim 100.000 Euro Bausparvertrag, wären das logischerweise 60.000 Euro. Und beim 10.000 Euro Vertrag wären das logischerweise 6.000 Euro. So, dann habt ihr eine Darlehensphase. Das steht auch vorher schon fest. Wir machen gleich auch ein Beispiel. Ja, wo ihr dieses Darlehen abbezahlen müsst. Das heißt, vorher steht schon genau fest, okay, wie hoch ist euer Zins hier? Darum geht es ja auch, Zinsen sichern, ne? Zumindest heutzutage viel. Und dann ist es natürlich so, dass ihr eine Rate habt, die müsst ihr dann abbezahlen über gewisse Jahre und dann habt ihr das Ganze abgeschlossen. Ja, also dann habt ihr ein Guthaben bekommen, etc. Das ist erstmal die grundlegende Arbeitsweise von einem Bausparvertrag. So funktioniert das Ganze. So, bevor es dann weitergeht, ist es erstmal wichtig, was ist das Ziel unseres Bausparvertrags? Für die meisten kommt ja nur eine Sache in Frage aktuell und zwar das Thema, ich möchte damit irgendwann einen günstigen Zins, ein günstiges Darlehen finanzieren. So, jetzt kann man aber auch hier, und ich blende euch das Bild an der Stelle mal ein, zum Beispiel jetzt bei der LBS auswählen, ich möchte damit Vermögen bilden.
Ich sage jetzt mal, meiner Meinung nach lohnt sich ein Bausparvertrag zum Vermögen bilden, also zum reinen Sparen nicht, weil einfach die Zinsen viel zu gering sind. Selbst wenn die Zinsen aktuell steigen und man irgendwo vielleicht wieder 2-3% bekommt und wir eine Inflation aber gerade von 7-9% haben, dann muss man jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass ich da ein Minusgeschäft mache. Selbst wenn ich jetzt 1,5% Guthabenzins bekomme und die Inflation liegt bei 2%, was ja anvisiert ist, haben wir auch da ein Verlustgeschäft. Ja, also das ist, denke ich, sollte für jeden logisch sein, dass das zum Sparen nicht gut genug ist, ja. Jetzt kommen wir zu unserem Praxisbeispiel. Das Praxisbeispiel sieht so aus, dass ich erstmal gefragt habe bei mir auf der Story, was ist denn der Bausparvertrag, der am häufigsten abgeschlossen wird? Und dieser Bausparvertrag war, also das meiste, was gesagt wurde, war zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Das heißt, ich habe in unserem Beispiel jetzt 15.000 Euro Bausparsumme genommen. So, heißt, wir haben gesagt, okay, wir möchten diese 15.000 Euro Bausparsumme haben und eine 7-jährige Sparzeit. Ihr seht das hier, das Ganze fängt im Januar 2023 an, geht bis Januar 2030. Das heißt, wir haben 7 Jahre Zeit, das Ganze zu besparen. Bevor ich da jetzt ins Detail drauf eingehe und jetzt einige vielleicht sagen und aufschreien, ja, aber wir machen hier einen Bausparvertrag, um in 2, 3, 4 Jahren das Ganze für uns zu finanzieren, möchte ich eine Alternative sagen an der Stelle, die kaum jemand kennt, ja. Und die Bausparverkäufer da draußen das auch nicht immer sagen. Einige bestimmt, aber auch nicht alle. Deswegen hier ganz, ganz klar der Hinweis. Und zwar geht es bei dem Hinweis um ein sogenanntes Forward-Darlehen. Das Ganze geht bis 6,5 Jahre bei den meisten Banken, bei einigen geht es auch 6 Jahre im Voraus nur. Das heißt, ihr könnt euch heute ein Darlehen sichern für in 3, 4 Jahren. Geht beispielsweise zur Bank, sagt, okay, hey, ich möchte in 3 Jahren meinen Hausanschluss finanzieren und dann könnt ihr heute schon diesen Kredit quasi in Anführungsstrichen abschließen beziehungsweise euch dieses Forward-Darlehen sichern und dann in 3 Jahren das Ganze weiterfinanzieren. Diese Abschlussraten, die da aktuell liegen, ich habe jetzt mal so ein Beispiel gemacht, ne, ich habe die ganzen Anbieter hier rausgenommen, weil wir ja hier auch keine Werbung machen wollen, dafür lag so bei 3,6%, ne, oder beziehungsweise 3,67, wenn wir den effektiven Jahreszins nehmen. Kleiner Nachteil bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich, dieses Darlehen müsst ihr auf jeden Fall abnehmen, ansonsten muss man eine Strafgebühr bezahlen, aber wenn man irgendwie was anschlussfinanzieren soll und man weiß, der erste Kredit läuft irgendwie aus, dann gibt es ja irgendwie auch fast wenig Gründe, das Ganze nicht in Anspruch zu nehmen. So, das bedeutet, alle Bausparverträge, die heute abgeschlossen werden, für in 3, 4, 5 Jahren, selbst wenn dieser Zinssatz ein bisschen geringer ist, macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn abzuschließen, weil viele Darlehenszinsen sind auch hier schon irgendwie bei 3, 3,5% und Co. Und ihr habt ja auch die Gebühren. Und jetzt ist das natürlich ein komplettes Rechenbeispiel, dass man das alles gegeneinander rechnen müsste. Und wenn ich das da anlege und hier und wenn ich so mache. Und es wird sicherlich auch irgendwelche Varianten geben, wo der Bausparvertreter recht hat. Ja, also wo es wirklich um 0,3% günstiger ist, das Ganze zu finanzieren. Es sind nur ganz viele Wetten, die eingeht. Aber ich würde halt sagen, alles, was kleiner 7 Jahre Sparzeit ist, macht in meinen Augen gar keinen Sinn, weil man das halt diese Kondition sich auch über diese Möglichkeit sichern kann, was halt ganz, ganz viele einfach nicht wissen. Ja, also Forward-Darlehen an der Stelle. So, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir müssen jetzt 7 Jahre lang sparen und zwar 89 Euro pro Monat. Dann haben wir ein Bausparguthaben von 7.116,26 Euro und das ist der Zins, den ich eben angesprochen habe. Wahnsinnige 0,1%. Könnte man sich auch ganz schenken, aber naja, gut. Dann haben wir unsere Sparzinsen. Also wir kriegen wahnsinnige 24 Euro Zinsen über die 7 Jahre. Inflation könnte man jetzt mal runterrechnen, egal, lassen wir. Und haben eine Abschlussgebühr von 240 Euro. Die Abschlussgebühr liegt in der Regel immer bei 1-1,6% der Bausparsumme. Ja, nur dass ihr das da wisst. Einige machen das mehr, einige weniger, aber das habt ihr eigentlich immer. Und ihr zahlt die auch erst. Ja, das heißt, die ersten Monatsbeiträge, ihr startet quasi im Minus mit minus 240 Euro. Und die ersten ja, knapp 3 Raten würden nur für diese Gebühr draufgehen. So, das heißt 7 Jahre Sparzeit. Und dann ist unser Ergebnis nach 7 Jahren 7.116 Euro. Bedeutet natürlich, wenn wir uns jetzt den Tilgungsplan angucken, das machen wir als nächstes, muss man nachher ausrechnen, inwiefern das Ganze jetzt relevant ist. Ja? So, das heißt, haben unsere Kreditzinsen, Grundbuchkosten, gut sind damit drin und haben jetzt unseren Gesamtbetrag 9.158 Euro, der uns dieser Kredit quasi kostet. So, so weit, so gut. Also, erstmal müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir es hinbekommen in diesen 7 Jahren Sparzeit, mehr Geld zu erwirtschaften, dass unser Kredit kleiner wird. Wie kann man das schaffen? Und ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute aufschreien werden und sagen werden, ja, aber wenn du jetzt mit Investment anfängst, das ist doch nicht garantiert und das ist doch nicht sicher und. Und natürlich sind Investments, die an der Börse passieren, also über Investmentfonds, über diese ganzen Firmen, die ihr kennt, wie Scalable Capital, Trade Republic und so, nicht sicher. Auch ein ETF-Sparplan ist nicht sicher, ja. Aber es geht ja darum, so ein bisschen Verständnis zu bekommen für das wirtschaftliche Konzept und wie funktioniert die Wirtschaft. Und sie ist ja in den letzten Jahrzehnten extrem gewachsen und gestiegen. Und natürlich kann es sein, dass wir jetzt in eine, keine Ahnung, Armageddon reinlaufen und das alles nichts mehr bringt und
wir ja, in 5 Jahren darüber reden, dass wir wieder mit Pfeil und Bogen jagen oder sowas. Aber ganz ehrlich, dann ist nachher auch egal, ob dein Geld im Bausparvertrag liegt oder halt auch eben nicht. Ne? So, was ich jetzt rausgesucht habe, ist hier das DAX-Rendite-Dreieck. Der DAX, für die, die es nicht wissen, misst gerade die 40 stärksten oder wirtschaftlich stärksten Unternehmen in Deutschland. Und diese Grafik muss ich ein bisschen näher erläutern, die halt Folgendes zeigt. Man hat jetzt keine individuelle Beratung gemacht, man hat nicht geguckt, okay, was passt zu der Risikoklasse, wie kann man es am besten anlegen, sondern hat wirklich stumpf einfach in den DAX gespart, also in die 30 stärksten Unternehmen, mittlerweile 40, damals waren es 30 stärksten Unternehmen, und hat geguckt, okay, was haben wir denn für eine durchschnittliche Rendite gehabt. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wir sind beispielsweise, ich scroll jetzt hier mal nach oben, im Jahr 2020 angefangen und sind auch, also so muss man das lesen, könnt ihr euch auch aus dem Internet ziehen, gucken, vielleicht kriege ich es auch hin, das unten zu verlinken, müssen wir mal kurz einmal umdrehen. Genau, sind 2020 angefangen, beziehungsweise stimmt nicht. Doch, stimmt wohl. Und sind 2021 ausgestiegen. Also, ihr seht hier die 2020 und ihr seht hier die 2021. Ja, seid ihr zum Beispiel 1971 eingestiegen und 2021 habt ihr diese durchschnittliche Rendite. Das ist die durchschnittliche Rendite per anno, die ihr gemacht habt, wenn ihr so gespart hättet. Jetzt seht ihr ja schon auf der Grafik, es ist extrem viel grün. Also nehmen wir mal einen kurzen Beispielzeitraum raus. Wir sagen, wir sind im Jahr 2015 angefangen und sind im Jahr 2020 ausgestiegen. Übrigens, 2020 war ja das Pandemiejahr. Das heißt, wir hätten eine durchschnittliche Rendite von 6,3% gehabt. Ja, und ihr seht, wie viel hier grün ist und wie viel hier rot ist. Und natürlich gibt es jetzt Anlagezeiträume wie hier. Ihr seid im Jahr 2000 angefangen. Jetzt gehen wir hier mal rüber. Hier steht minus 40%, ja, und sind 2002 ausgestiegen. Dann hättet ihr im DAX-Sparen minus 40% gemacht. Das ist tatsächlich so. Das sieht man ja auch. Ne? So, jetzt haben wir aber ja gerade gesagt, und deswegen sind diese Zahlen an der Seite hier, es geht uns ja um 7 Jahre Anlagehorizont. Das heißt, hier ist unsere Linie. Ihr seht das hier so ein bisschen so in weiß. Ich probiere die mal in rot nachzuzeichnen. Dips. Das sind alles 5 Jahreszeiträume. Das heißt, alles, was da runterfällt, dürftet ihr euch jetzt sowieso nicht angucken, weil wir ja sowieso auch jetzt hier in unserem Bausparvertrag-Beispiel mindestens 5 Jahre sparen. So, jetzt haben wir auch trotzdem noch hier, ne, hier wären 7 Jahre minus 11%, minus 6 und sowas. Aber dieser Zeitraum hier, ne, das ist auch dann zu absoluten Krisenzeiten ausgestiegen, ne, so 2002, 2004, 2002, 2003 und 2001, so diese Zeiten. Aber was ich sagen möchte und was, glaube ich, relativ deutlich hier auch man auf der Grafik sieht, dass auch bei längeren Anlagehorizonten, 10 Jahre plus und sowas, ne, hier unten ist ja alles grün. Da sind nirgendwo negative Renditen. Und natürlich, nochmal betont, das ist keine Aussage für die Zukunft. Aber wenn man grundsätzlich Interesse oder wenn man nicht Interesse, sondern Verständnis von Wirtschaft hat und wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft weiter wachsen wird, egal wie stark, auch wenn es nur 1-2% sind und sowas, ja, auch durch Krisenzeiten und Co. Naja, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass man mit einer durchschnittlichen Rendite, weil wenn wir uns die Zahlen hier angucken, ja, ab 5 Jahren, 8,8, 5,6, 5,8, 0,6 sind auch schlechte Jahre dabei, 10,9, 10,3, 11%, 12,5, 13, 6,6, minus 1, 6,4, dass man wahrscheinlich durchschnittlich schon mit 6% sowas ausrechnen kann. Und ja, das sind alles hypothetische Annahmen. Und ich weiß ganz klar, dass jetzt hier Leute drunter kommentieren werden und sagen, ey, das ist Investment und wie kannst du das empfehlen und sowas. Das ist hier keine Anlageberatung. Mein Hund sagt das gerade auch nochmal extra. Sondern es geht einfach darum, diese Zusammenhänge zu verstehen. Was hat das jetzt mit unserem Bausparvertrag zu tun? Ich habe jetzt diese popeligen 6% genommen. Ich könnte das ja jetzt auch mit 12 ausrechnen, mit 11, mit 13. Die haben wir ja auf diesen Zeitraum auch schon mal gemacht. Aber wir nehmen jetzt nur mal ganz, ganz popelige 6%. So, jetzt haben wir unsere Sparrate von 89 Euro, haben 6% Kurszuwachs gehabt, per anno 7 Jahre gespart und haben einen Endwert von 8.859 Euro. Heißt, wir haben 1.383 Euro Gewinn. Ja, so. Wir haben Ausgabeaufschläge, Kosten, Gebühr von Fonds, alles mit reingenommen. Und jetzt müssen wir natürlich hierauf Steuern zahlen. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Klar, wenn ich jetzt hier meine 1.200 Euro ab diesem Jahr Pauschbetrag abziehe, vielleicht steigt der in Zukunft noch weiter, dann wäre das komplett steuerfrei. Wissen wir nicht. Dann müsste ich auf meine 183 Euro Steuern zahlen. Ungefähr 30%, es ist ein bisschen weniger. Das heißt, wir müssen 50 Euro für die Steuern abziehen. So. Können wir uns schenken, können wir mit reinrechnen, rechnen wir gleich mit rein. Das heißt, wir haben nicht Endwert von 8.859 Euro, sondern von 8.850 Euro. Ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Heißt, wir haben Person A, Bausparvertrag, wir haben angespart, ich glaube, es waren 7.100
20 Euro. Und Person B hat mit der alternativen Anlage 8.850 Euro. Ich hoffe, soweit ist das Ganze nachvollziehbar. Sonst guckt ihr euch die letzten Minuten gerne nochmal an. Ja, das ist eine hypothetische Annahme mit 6%, aber wo das herkommt, habe ich ja gerade erläutert. So, jetzt ist es ja logisch, wenn wir beide das Ziel haben, 15.000 Euro Summe, also insgesamt Summe zu haben für unseren Kredit. Das heißt, wir nehmen ja hier unsere knapp 8.900 Euro noch auf. Da muss ich ja hier nur noch 7.200 bzw. 7.250, das sind gar nicht, 150, das ist eine 8. Also ich muss ja viel weniger Kredit aufnehmen. Jetzt kann man auch hier, die Seite heißt übrigens zinsen-berechnen.de, mal reingehen, wie der Zins aussehen müsste. So, schauen wir uns jetzt die Tilgungsphase mal an. Weil wir ja jetzt keinen tollen Bauschattvertrag haben, müssen wir jetzt zur Bank gehen und uns den Kredit so holen. Ja, also diese letzten 6.200 Euro. Jetzt natürlich die Sache, okay, wir müssen den Zinssatz berechnen, beziehungsweise auf der Seite kann man alles schön ausrechnen. Wir haben genau die gleichen Vorgaben gemacht, Rückzahlungszeit wie bei uns im Bausparvertrag, wie das vorgegeben wird, wie wir unser Darlehen ja zurückzahlen müssen. Heißt 75 Euro pro Monat und 119 Monate lang abbezahlen. Jetzt rechnet dieses System halt aus, okay, was hätten wir für einen effektiven Zinssatz vom Kredit? 8,09%. Heißt, wenn er darüber liegt, das ist jetzt eine Wette, die du machst, wenn in 7 Jahren der Zinssatz über 8% liegt, dann gewinnst du mit deinem Bausparvertrag. Faktisch ist das so. Ja? Die Frage ist jetzt, kann der Zins so hoch steigen? Und dazu habe ich auch mal eine spannende Statistik rausgesucht und die Antwort ist, ja, kann er. Aber es ist, wie gesagt, eine Wette. So, das heißt, wir haben sehen das hier, ne? Effektivzins für Hypothekendarlehen in Deutschland von den Jahren 94 bis 2018. Ist natürlich historisch komplett runtergegangen die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Und wir hatten auch mal hier 94, 8,8%. Und ich glaube, davor war das sogar auch noch irgendwie 9 oder irgendwie sowas. Meine Eltern haben mir mal gesagt, die haben irgendwie was um die Zinsen rum, das Ganze, also das Haus von uns finanziert. Also es ist hypothetisch möglich. So, jetzt sagen wir mal, okay, der Worst Case tritt ein. Ja, du redest mit einem Bausparverkäufer, der sagt, hey, die Zinsen waren schon mal so hoch und die gehen über 8%. Und das hast du ja jetzt auch gesehen hier in dem Video von Finance mit Simple. Wahrscheinlich wird er mich nicht als Referenz nennen. Ist auch egal. Du hast ja gesehen, das lohnt sich. Also wenn der Zins über 8% ist, und das kann ja passieren, weil der war ja auch schon mal so hoch und ja, Krise und so, das wird jetzt auch wieder passieren, dann lohnt sich der Bausparvertrag. So, jetzt musst du aber eine Sache bedenken. Und zwar hast du jetzt 15.000 Euro. Jetzt ist ja die Frage, was wolltest du noch mit deinem Bausparvertrag machen? Ach ja, ein Haus bauen. So, kriegst du jetzt in 7 Jahren ein Haus für 15.000 Euro? Schwierig. Also, keine Ahnung, ob wir jetzt in eine Immobilienkrise reinrutschen, ob es weniger wird, mehr wird, weniger wird, was auch immer. Aber die Preise werden dir jetzt nicht fallen, dass du in 7 Jahren für 15.000 Euro ein Haus kaufen kannst. Dann haben wir wahrscheinlich ganz andere Probleme. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Step weiterdenken und sagen, okay, wir brauchen jetzt noch mehr Kredit. Habe ich mal gemacht. Ich habe mal gesagt, okay, wir sind ja über unserem Zinssatz. Also gerade bei 8,09, dass der Bausparvertrag hier pari ist. Bedeutet, dass das hier, also ab hier wäre es besser, dass ihr heute den Bausparvertrag macht. 300.000 Euro. Das heißt, ihr hättet 315.000 Euro, bringt vielleicht noch 60.000 Euro Eigenkapital mit, kriegt ihr ein Haus für in 7 Jahren. Vielleicht. Ihr wisst die Preise, wie die heute schon sind. Jetzt ist ja der nächste Step zu sagen, okay, ihr habt ja nur euren Bausparvertrag über diese 15.000 Euro. Ihr müsst euch die 300.000 Euro zu dem Zinssatz in ein paar Jahren aufnehmen. 3.628 Euro. Jetzt mal die Frage, wer kann sich das denn dann leisten? Wahrscheinlich niemand. So, jetzt können wir auch sagen, ja komm, 300.000 ein bisschen viel, die Preise werden fallen, dann sind es immer noch 2,5 zu der Rate, die ihr ja schon für den Bausparvertrag bezahlen müsst. Ne? Und ja, jetzt bevor das Leute sagen oder bevor das jetzt die Leute bei der Bausparkasse nutzen und sagen, ja hey, deswegen musst du ja größere Bausparverträge abschließen, nicht 15.000 Euro, nicht 30.000 Euro, sondern am besten 100.000 Euro. Übrigens, Achtung, dann sind die Gebühren natürlich auch wieder höher, habe ich jetzt sofort was dazu, damit ihr da jetzt nicht ins offene Messer lauft. By the way, nochmal erwähnt, die meisten Leute, das wurde ja auf der Story bei uns auch gesagt, schließen einen Vertrag ab zwischen 10.000 und 30.000 Euro. Die meisten machen das halt nicht, weil dann logischerweise die Summen zum Sparen auch wieder viel, viel höher gewesen wären. So, und wenn ich das jetzt so sage, dann sagen wahrscheinlich jetzt einige von der Bausparkasse oder wer auch immer euch den Bausparvertrag gerade anbietet,
Ja, deswegen musst du ja einen größeren Branchenvertrag abschließen, am besten mit 100.000 oder 150.000 Euro Kreditsumme. Dann ist ja auch da wieder die Frage, wer kann denn da den Regelsparbeitrag bezahlen, dass ihr in 7 bis vielleicht sogar 10 Jahren die 40% da drin habt. Ja, also wir können mal hier gleich noch ein Beispiel einblenden, wie hoch diese, machen wir mal, ich rufe das mal parallel raus. So, ich habe es mal schnell rausgesucht und blende es euch mal hier ein. Wenn ihr 10 Jahre Sparzeit habt und ihr habt einen 100.000 Euro Branchenvertrag, ihr müsst ja auf eure 40% kommen, auf die 40.000 Euro, müsstet ihr pro Monat 470 Euro zur Seite legen, damit ihr euch die 54.000 Euro als Darlehen aufnehmen könnt. Und wenn wir jetzt nochmal reingehen, mein Spar- und mein Tilgungsplan, dann liegt der Tilgungsplan, die Darlehensrate auch nochmal bei 400 Euro. Ja, der Zins ist hier dann deutlich geringer. Aber die Frage ist ja, wer kann sich das nachher leisten? Und wir haben ja auch eben schon, oder ich habe es ja durch meine Umfrage gesehen, dass die meisten Bausparverträge, die gerade gemacht werden oder die Leute, die darüber nachdenken, das zu machen, zwischen 10.000 und 30.000 Euro liegt und nicht in diesen hohen Summen liegt. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, das ist immer eine individuelle Geschichte. Und es wird sicherlich auch Einzelfälle geben, wo sich das Ganze lohnt. Bevor ich jetzt zum Fazit komme, habe ich noch ein, zwei andere Gedanken. Eine Sache, die mir häufig begegnet, ist so diese Sache mit, ja, aber das Ganze wird doch noch gefördert vom Staat. Du kriegst doch noch die Wohnungsbauprämie und du kannst auch noch Riester-Bauspar machen. Und all diese ganzen Geschichten, dazu blende ich euch hier mal einen Videoausschnitt ein und gebe euch auch die Quelle zum ganzen Video an. Das Video ist ein bisschen älter, aber das Ganze hat sich nicht geändert, weil es wird immer noch gefördert, das Bausparen. Und damit wurden die Regierungsvertreter oder ich weiß gerade gar nicht wer, aber ich blende das Video hier wie gesagt ein, lass es einmal durchspielen, befragt, warum das Ganze denn befördert wird. Sind alle diese Angebote völlig unwirtschaftlich und eine Zumutung? Und es ist erstaunlich, dass also keinem dieser Berater eigentlich klar ist, dass über solche langen Zeiten ein Bausparvertrag einfach nur eine Geldvernichtung ist. Warum aber fördert der Staat das unwirtschaftliche Bausparen auch noch mit der Wohnungsbauprämie? Immerhin, rund 500 Millionen Euro kostet das den Steuerzahler Jahr für Jahr. Gerade für junge Sparer lohnt das nicht. Wir sind in Stuttgart. In Baden-Württemberg sitzen zwei große Bausparkassen. Und hier sitzen auch die großen Befürworter der Wohnungsbauprämie. Wer braucht diese teure Subvention, die auch noch in die falsche Richtung geht? Die Antwort gibt uns der Staatsminister für Bundesangelegenheiten Wolfgang Reinhardt. Es gibt viele Bereiche in der öffentlichen Finanzwirtschaft, auch in der Steuerpolitik, auch in der Subventionspolitik, wo mit mehr Geld viel weniger erreicht wird. Im Klartext, weil es noch schlechtere Subventionen gibt als die Wohnungsbauprämie, zahlt man die munter weiter. Im Grunde genommen werden hier Steuergelder verpulvert, um eine bestimmte Branche zu fördern, ohne Rücksicht darauf, ob was überhaupt bei dem Bausparer ankommt. Wer einfach nur Geld zurücklegen will, lange sparen, kleine Beträge, der macht beim Bausparen ein Minusgeschäft. Nach dem Video sollte jetzt, denke ich, auch klar sein, warum der Staat das Ganze fördert. Also, wir haben das ganze Thema jetzt heute einmal durchbesprochen und mir ist total bewusst, und das wird jetzt auch nachher das Fazit, dass das eine individuelle Betrachtungsweise ist. Hier geht es nicht darum, einer Branche zu schaden oder irgendwelchen Leuten, die die Dinger ja verkaufen, zu schaden, sondern einfach nur logisch, rational da dran zu gehen, was macht denn gerade Sinn? Und es wird sicherlich da draußen Ausnahmefälle geben, wo man sagt, okay, die Finanzierung in 8 Jahren ist jetzt über den Bausparvertrag günstiger, kannst du das besser so machen und sowas, weil das Investment ist natürlich auch nicht sicher. Ja, das habe ich ja auch ganz, ganz häufig gesagt, es ist nicht sicher, dass er 6% macht, ihr könnt auch 12 machen, könnt auch 3 machen, könnt auch -6 machen, das ist einfach so, ja, definitiv, das muss man einfach, ich habe es dir ganz häufig in dem Video gesagt, weil es halt einfach die Wahrheit ist, aber es kommt halt immer auf die individuelle Situation an. Also nochmal das abschließende Fazit zum Ende hin. Wir sind jetzt einige Sachen durchgegangen, beziehungsweise ein konkretes Beispiel durchgegangen. Und es wird sicherlich irgendwelche Situationen geben, wo man nachher sagen kann, das Ganze war günstiger, darüber jetzt zu finanzieren. Ich glaube aber, dass es auf 90% oder vielleicht 80% der Leute nicht zutreffen wird. Vor allem, weil wir das ja auch durch die ganzen Umfragen gemerkt haben, dass die Bausparverträge in diesen niedrigen Segmenten abgeschlossen werden. Ja, es kann sein, dass einer modernisieren muss und dann reichen 30.000 Euro und dann ist das günstiger. Ja, wenn das alles steigt. Aber ihr geht damit natürlich Wetten ein, genauso wie ihr beim Investment auch eine Wette eingeht. Ja, aber man muss immer alle Seiten durchleuchten und sich von allen Seiten das Ganze anschauen und nicht nur verstrahlt sagen, oh Gott, Zinsen sichern machen alle. Ja, weil das ist immer so das Thema. Wir haben bei finanziellen Entscheidungen einen Feind, das sind unsere Emotionen. Und was immer genutzt wird, ist so dieses Thema FOMO. Ich blende es euch hier mal ein, falls ihr das nicht kennt. FOMO ist die Angst, etwas zu verpassen, also Fear of Missing Out. Und für Menschen funktionieren so psychologisch. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Bausparvertreter zu euch hinkommt und sagt, ey,
Wenn du dir die Zinsen nicht sicherst, dann wirst du auf keinen Fall dein Haus wie deine Freunde bauen können. Dann macht das emotional was mit uns und dann treffen wir Entscheidungen, die rational, aber nicht logisch sind. Ich weiß, das Video war jetzt ein bisschen länger und ist sehr technisch irgendwie auch aufgebaut, ne, mit Zinsen und ein, zwei Annahmen und so. Aber wir müssen Annahmen treffen, sonst kann man zu sowas nicht seriös was sagen. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sich jeder Bausparvertrag rechnet, nur weil die Zinsen steigen, weil wir ja gar nicht wissen, wie hoch sind die. Und vor allem, selbst wenn die so hoch steigen und ihr euch einen Zins gesichert habt, ihr aber den Rest des Darlehens euch nicht leisten könnt, weil der Zins einfach zu hoch ist, das vergessen viele. Und der Vertreter wird euch das auch nicht sagen, weil der will ja euch den Bausparvertrag vermitteln. Das sollte man einfach berücksichtigen. Ja, wie gesagt, es gibt Einzelsituationen, wo das Ganze passen kann. Ich glaube aber, dass das wirklich auf die wenigen zutreffen wird. Jetzt schaue ich mal eben, ob ich noch eine Sache vergessen habe. Ich glaube nicht. Also abschließend, wie gesagt, das ist mein Fazit zu Bausparverträgen. Ich habe noch ein paar Videos hier gemacht, wo ich das ein bisschen detaillierter erkläre. Die sind ein bisschen älter schon, wo ich das Thema Bauschein, weil es irgendwie immer wieder ein Thema gewesen ist, durchgehe. Und ich glaube, dass man immer alle Seiten sehen soll, ja, also wirklich alle Seiten durchschauen muss. Wie sieht das Ganze aus? Was kann man mit Alternativen machen? Und wirklich von allen Seiten das Ganze durchleuchtet. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest was mitnehmen. Weißt jetzt ein bisschen mehr über die Bausparen oder Bauspargeschichte. Siehst auch die anderen Seiten. Machst nicht den Lemminge-Effekt, nur weil alle das gerade machen und es überall steht, dass du da hinterher rennst und triffst clevere Finanzentscheidungen, die rational begründet sind und nicht emotional. Und stell dir selbst die Frage, macht das Sinn? Wenn die Zinsen so weit steigen, kann ich dann überhaupt mehr finanzieren? Was ist mein Ziel dahinter? Ihr seht, alles individuelle Fragen. Ich kann es nur mal wieder betonen, weil es total wichtig ist. Und ja, schreibt mir gerne ein Feedback in die Kommentare. Ich bin noch gespannt auf die ganzen Kommentare der Bausparvertreter, weil natürlich das Thema mit Investment kommen wird. Ich weiß das ja alle schon. Deswegen habe ich das hier auch schon mal mit reingebracht. Und ja, alle anderen, denen das Video gefallen hat, freut mich über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.